Das Volksbegehren Rettet die Bienen scheint erfolgreich zu sein. Das berichten verschiedene Medien. Mehr dazu gleich in Kompakt. Und damit herzlich willkommen zu den Allgäu TV Nachrichten. Wir haben außerdem diese Themen für Sie. Nordische Ski-WM in Oberstdorf. Umbaumaßnahmen stehen in den Startlöchern. Alles läuft nach Plan. Neue Rettungswache in Durach macht Fortschritte. Und Heimatmuseum in Kempten. Letzte Bauphase im Zumsteinhaus. Noch sind es 744 Tage bis zur Nordischen Skiweltmeisterschaft 2021 in Oberstdorf. Für Sportfans mag das noch lange hin sein. Nicht aber für die Verantwortlichen. Für die ist es höchste Zeit, die geplanten Umbaumaßnahmen in Angriff zu nehmen. Nach langem Hin und Her gibt es jetzt genauere Pläne, was gemacht werden soll. Die Modernisierung und Umbaumaßnahmen betreffen sowohl das Langlaufzentrum Ried als auch die Skisprungschanzen. Besonderer Fokus liegt dabei auf dem Thema Nachhaltigkeit. Noch können Profis und Amateure bei perfekten Wetterverhältnissen im Langlaufzentrum Ried in Oberstdorf ihrer Leidenschaft nachgehen. Aber nicht mehr lange. Denn ab März sollen die Umbaumaßnahmen im Langlaufzentrum für die Nordische Skiweltmeisterschaft 2021 beginnen. Seit Juli 2017 wurde geplant. Nun hat man sich auf ein Konzept geeinigt. Ja, zukünftig werden die Nutzer hier des Langlaufzentrums Oberstdorf von einem neuen Gebäude begrüßt werden. Wir werden also ein neues Funktionsgebäude errichten mit Umkleideräumlichkeiten, mit Duschräumlichkeiten, aber natürlich mit Wachsräumlichkeiten. Der neue Startpunkt in das Loipenzentrum wird eben hier durch ein Gebäude sein. Das Besondere an diesem Gebäude ist, es ist ein eingeschossiges Gebäude. Die Loipe wird darüber geführt werden, über das Gebäude. Und so haben alle Nutzer die Möglichkeit, kreuzungsfrei in den Innenbereich zu kommen. Das neue Funktionsgebäude wird das Herzstück des Zentrums. Das alte Funktionsgebäude wird erweitert. Zudem wird der Schneiteich vergrößert und verlegt. An seinem alten Platz entstehen dann Gebäude für die Weltmeisterschaft. Auch die provisorischen Loipenbrücken werden durch einen neuen Tunnel ersetzt. Außerdem entsteht ein Parkplatz mit 120 Stellplätzen. Zukünftig können Profis und Hobbysportler gleichzeitig auf unterschiedlichen Loipen trainieren, da auch hier Anpassungen geplant sind. Und diese Anpassungen sind auch notwendig. Ja, Auslöser ist letzten Endes der Sport. Wir haben sehr viel mehr Athleten hier in Oberstdorf. Der Stützpunkt ist enorm gewachsen. Wir sind ja hier Bundesstützpunkt und wir sind auch Landesleistungszentrum. Also auch im Nachwuchsbereich wird sehr stark hier trainiert. Trainerstellen sind mehr geworden. Und diese Personen brauchen zuerst mal Arbeitsbedingungen, dass sie arbeiten können. Also Trainerbüro als das eine, aber auch Möglichkeiten, wo ich meine Skiroller oder meine Ski lagern kann, abstellen kann. Natürlich hat sich der Sport auch technisch weiterentwickelt. Das heißt, die Reglements des Internationalen Skiverbandes ändern sich. Beispielsweise, dass man etwas breitere Strecken da dazu braucht. Und das sind dann so Dinge, die wir hier umsetzen müssen, um weiterhin diese Vorgaben, die auch vom Skiverband kommen, letzten Endes erfüllen zu können. Auch in touristischer Hinsicht sind die Umbaumaßnahmen wertvoll, da das Langlaufzentrum dann nicht mehr länger mit Provisorien wie dem Toilettenhäuschen ausgestattet sein wird. Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle bei diesem Bauprojekt. Wir werden auch nicht in das Naturschutzgebiet hineingehen. Und dort, wo wir letzten Endes Baumaßnahmen machen, werden wir auch für Ausgleich sorgen. Sie haben vorher die Bäume angesprochen. Es wird hier in Oberstdorf Bereiche geben, wo ein Waldumbau stattfinden wird, wo aus einer Monokultur, aus einem Fichtenwald, ein zukünftiger Bergmischwald entstehen wird. Und wir werden auch neue Bäume pflanzen, um hier diesen Ausgleich zu schaffen. 80% des bestehenden Loipennetzes wird beibehalten und es wird auch eine Umweltbaubegleitung geben. Das Langlaufzentrum ist aber nur ein Austragungsort der Nordischen Ski-WM. Auch in der Audi Arena wird einiges passieren. Die Kleinschanzen werden komplett erneuert und die großen Schanzen modernisiert. Es werden Räumlichkeiten für die Athleten errichtet und ein Windnetz soll für zusätzliche Sicherheit sorgen.
Ja, der Marktgemeinderat hat für sich festgelegt, dass wir 2/3 der Investitionen im Bereich des Langlaufs haben werden und 1/3 im Bereich des Sprunglaufs. In Zahlen ausgedrückt wird es so sein, dass rund 25 Millionen investiert werden im Langlaufbereich und ca. 14 Millionen im Bereich des Sprunglaufs. Bis zu 90% der Kosten sollen der Bund, das Land und der Landkreis Oberallgäu tragen. Die endgültigen Finanzierungsanteile stehen aber noch nicht fest. Fest steht aber, dass die Hauptbaumaßnahmen bis November diesen Jahres abgeschlossen sein sollen. Eine etwas andere Unfallflucht beschäftigt derzeit die Polizei in Kempten. Statt des Unfallverursachers wird dieses Mal der Geschädigte gesucht. Die Unfallverursacherin ist schon gefunden worden. Die 54-jährige Autofahrerin hatte mit ihrem schwarzen Seat auf dem Feneberg-Parkplatz in Tingers ein geparktes silbernes Auto angefahren. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall. Die Fahrerin war schnell gefunden, aber da vom beschädigten Auto das Kennzeichen nicht bekannt ist, wird das weiter gesucht. Gestern war Europäischer Tag des Notrufs 112. Der wurde 2009 ins Leben gerufen. Am anderen Ende der Leitung eine Leitstelle, die Notfälle an Polizei, Feuerwehr oder Krankenwagen weitergibt. Und damit dann schnell geholfen werden kann, braucht es bei medizinischen Notfällen flächendeckend Rettungswachen und Stellplätze für Rettungswägen. In Durach wird gerade eine neue Rettungswache gebaut. Warum die notwendig war? Dazu gleich mehr. Bleiben Sie dran. Auch Fernweh? Erlebe das Strand- und Bergparadies Korsika. Direkt und bequem jeden Sonntag ab dem Allgäu Airport Memmingen. Alle Infos unter romberg-reisen.de und in Ihrem Reisebüro. Zeitung. Mein Allgäu, meine Heimat, meine Zeitung. Ganz oben, Obertauern. Abgefahren. Mit dem Schulbus unterwegs. Immer an anderen Orten und Schulen und jeden dritten Mittwoch im Monat bei Allgäu TV. Abgefahren ist Ihr Magazin rund um das Thema Schule. Mehr Infos unter allgäu.tv. Entdecken Sie mit Komm mit die ganze Welt des Reisens. Ob Wandern, Erlebnis oder Rundreisen, Kreuzfahrten entlang der schönsten Flüsse oder Urlaubsreisen nach Spanien, an die Adria und zur Insel Ischia. Komm mit ist Ihr zuverlässiger Reisepartner im Allgäu und in ganz Europa. Komm mit, Sie packen die Koffer, den Rest machen wir. Kauf im Allgäu, das Portal für Händler und Dienstleister im Allgäu. Online suchen, vor Ort kaufen. Finde schnell und einfach die Geschäfte, die genau das haben, was du suchst. Und kauf es direkt in deiner Region. Online suchen, vor Ort kaufen. Kauf-im-allgäu.de. Für viele Anlässe gut. Das Hotel Hasen im Zentrum von Kaufbeuren. Seit 140 Jahren. Frühstücksbuffet für 9,50 Euro inklusive Säfte und Kaffeespezialitäten. Und Hotelbar mit Sky-Anschluss. Hier stimmen Preis und Leistung, sagen auch die Bewertungsportale. Die Meldungen vom Dienstag. Auf der B12 ist es heute nach der Anschlussstelle Altdorf zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Grund für den Unfall war nach Angaben der Polizei ein wendendes Auto. Durch eine Baustelle hatte sich ein Rückstau auf der Straße gebildet. Deshalb wendeten offenbar einige Fahrzeuge mitten auf der B12. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass das Wenden auf einer Bundesstraße mit hohem Bußgeld und Fahrverbot bestraft wird. Volksbegehren offenbar erfolgreich.
Noch bis einschließlich morgen können sich Wahlberechtigte in die Unterschriftenlisten für das Volksbegehren Artenvielfalt rettet die Bienen eintragen. Aber schon jetzt ist klar, die notwendigen Stimmen sind zusammengekommen. Medienberichten zufolge haben der Bund Naturschutz, der Landesbund für Vogelschutz und die Bayerischen Grünen bestätigt, dass bereits heute über 1 Million Unterschriften zusammengekommen sind. Nötig gewesen wären rund 950.000 Unterschriften. Sollten die Zahlen stimmen, wäre Rettet die Bienen nach dem Nichtraucherschutzgesetz und der Abschaffung der Studiengebühren das dritte erfolgreiche Volksbegehren in Bayern. In Ebersbach ist gestern früh eine junge Frau auf der Hauptstraße ins Schleudern gekommen. Grund dafür war die gefrorene Straße. Die 24-Jährige geriet in den Gegenverkehr und prallte mit einem entgegenkommenden Auto mit Anhänger zusammen. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 20.000 Euro. Nestlé verhandelt über Sozialplan. Rund 100 Arbeitsplätze baut Nestlé in Bießenhofen im Ostallgäu ab. Damit dabei möglichst niemand arbeitslos wird, verhandelt die Werksleitung bis Mittwoch mit der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten NGG über einen Sozialplan. Die Grundlagen für die Verhandlungen, wie zum Beispiel die Höhe der Abfindungen, haben Gewerkschaft und Unternehmen bereits deutschlandweit in einem Tarifvertrag geregelt. In Bießenhofen geht es nun nur noch um konkrete Details. Eine Einigung ist noch im ersten Quartal des Jahres geplant. Die Stadt Lindau möchte wieder mehr Einwohner auf der Lindauer Insel, denn aktuell leben dort gut 100 Menschen weniger als noch vor 3 Jahren, weil zunehmend mehr Wohnungen in Ferienwohnungen umgewandelt werden. Mit einem neuen Bebauungsplan möchte die Stadt diesen Trend stoppen. Damit soll dann für jedes Viertel klar geregelt sein, ob neue Ferienwohnungen dort erlaubt sein sollen oder nicht. Lindau ist eine der ersten Städte in Bayern, die mit einem Bebauungsplan gegen zu viele Ferienwohnungen vorgehen will. Tourismusbranche zufrieden. Eine große Nachfrage konnte der Tourismus im Allgäu in den letzten Wochen vermelden. Nur die Schneemassen Mitte Januar haben sich vereinzelt negativ auf die Übernachtungszahlen ausgewirkt. Durch die heftigen Schneefälle musste der Riedbergpass gesperrt werden. In Balderschwang traf eine Lawine ein Hotel. Insgesamt hat das dem Tourismus in der Region aber nicht geschadet. In Nesselwang gab es nach Angaben der örtlichen Tourismusinformation sogar einen neuen Übernachtungsrekord. Grund hierfür seien unter anderem die ausgezeichneten Schneeverhältnisse. In Bad Hindelang geht man von einem schwachen Januar aus. Grund hierfür seien die Schneemengen und eine negative Berichterstattung, heißt es von der örtlichen Touristinformation. Die Bayerische Regiobahn BRB setzt künftig auf längere Züge. Damit will das Unternehmen Zeit sparen, die beim Ankuppeln von Zugteilen anfällt. Außerdem soll es zukünftig mehr Lokführer geben. Doch einige Allgäuer Bahnsteige sind bereits jetzt schon zu kurz für die langen Züge der BRB. Seit Dezember bedient die Bayerische Regiobahn die Strecke zwischen Augsburg, München und Füssen. Ein Sprecher vom Fahrgastverband ProBahn plädierte dafür, dem Unternehmen eine Schonfrist zu geben, um sich einzuarbeiten. Gespräche über Klinikfusion angelaufen. Die Gespräche über einen Zusammenschluss der Unterallgäuer Kreiskliniken mit dem Klinikverbund Kempten-Oberallgäu sind angelaufen. In vielen Punkten sei man sich bereits nahe gekommen, hieß es von beiden Seiten. Landrat Hans-Joachim Weirather sieht sogar einen Vertragsabschluss in greifbarer Nähe. Möglicherweise könne es noch in diesem Jahr zu einer Fusionsvereinbarung kommen. Wie aus Teilnehmerkreisen verlautet, könne auch die Stadt Memmingen noch ins Boot genommen werden. Wie berichtet, war die seit Jahren geplante Fusion zwischen den Krankenhäusern in Memmingen und dem Unterallgäu geplatzt. In der Handball-Landesliga der Männer konnte der TV Immenstadt wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammeln. Gegen HT München 2 konnten sich die Allgäuer klar mit 25:20 durchsetzen. Weniger erfolgreich waren dagegen die anderen Allgäuer Landesligisten. Der TSV Otto Beuren musste sich beim SV Anzing mit 21:32 geschlagen geben. Die HSG Dietmannsried-Altusried unterlag beim Tabellennachbarn Altenerding mit 30:32. Soweit die Kurznachrichten für heute. Jetzt noch der Blick aufs Wetter.
Heute Nacht ist der Himmel vor allem im Unterallgäu bewölkt. Im restlichen Allgäu ist der Himmel klar. Die Temperaturen liegen zwischen minus 2 und minus 6 Grad. Vormittags zeigt sich fast im gesamten Allgäu die Sonne. Nur im Unterallgäu bleiben ein paar Wolken. Die Temperaturen liegen etwas über dem Gefrierpunkt. Im Laufe des Tages scheint die Sonne dann im gesamten Allgäu. Die Temperaturen steigen leicht auf 2 Grad im Oberallgäu und 5 Grad im Unterallgäu. In den Bergen ist es überwiegend bewölkt. Nur am Fellhorn scheint die Sonne den ganzen Tag. Am meisten Schnee liegt mit 230 cm auf dem Nebelhorn. Die Temperaturen liegen zwischen minus 1 und minus 5 Grad. Zum Wochenende hin wird es immer freundlicher. Am Donnerstag wird es noch ein wenig bewölkt bei 8 Grad. Am Freitag und am Samstag gibt es Sonne satt und die Temperaturen steigen auf bis zu 12 Grad. Geht bei der Rettungsleitstelle ein Notruf ein, muss es schnell gehen. Damit der Krankenwagen in einer möglichst kurzen Zeit vor Ort sein kann, braucht es flächendeckend genügend Standorte. Denn ein Rettungswagen startet normalerweise nicht wie in Krankenhausserien von der Klinik aus, sondern von der nächstgelegenen Rettungswache. Im Oberallgäu und Kempten gab es bis vor kurzem noch 6 davon. Wie sich herausstellte, war das zu wenig. Deshalb wird in Durach momentan eine weitere Rettungswache gebaut. 12 Minuten soll ein Rettungswagen höchstens brauchen, bis er beim Patienten ankommt. Das war im Oberallgäu nicht in allen Fällen gegeben. Deshalb brauchte es neue Rettungswachen. Anfang des Monats eröffnete ein neuer Stellplatz in Bad Hindelang. Und in Durach ist eine Wache im Entstehen. Das Bayerische Staatsministerium hat über das Institut für Notfallmedizin in München eine ständige Begutachtung erlassen für ganz Bayern, an welchen Standorten im Prinzip die Auslastung zu hoch oder zu gering ist. Und hier wurde im Verfahren eben festgestellt, dass eben an dem Standort Kempten Süd eben ein Bedarf besteht. Und deswegen gibt es eben jetzt hier genau im Bereich Durach einen neuen Standort. Konkret steht der bisherige Rohbau in Weidach, einem Ortsteil von Durach. Er wird einen Rettungswagen beherbergen können. Das Bayerische Rote Kreuz wird ihn gemeinsam mit der Johanniter Unfallhilfe betreiben. Es ist eine öffentliche Ausschreibung, die der Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung in Auftrag gibt. Dort kann man sich darauf bewerben als privater Rettungsdienstanbieter oder eben als Hilfsorganisation. Und wir haben in einer gemeinsamen Ausschreibung mit den Kollegen der Johanniter Unfallhilfe die Ausschreibung eben gewonnen. Für die Finanzierung ist letztendlich der Kostenträger, sprich die Krankenkassen, zuständig. Wir mussten mit der Ausschreibung ein entsprechendes Angebot abgeben, was der Betrieb für 24 Stunden, 365 Tage im Jahr quasi kosten wird. Und dieser Betrag letztendlich ist dann auch der Betrag, den wir dann zur Abrechnung bringen können, um die Kosten zu erstatten. 60% der Schichten wird das BRK übernehmen. 40% die Johanniter. Jeweils 2 Leute werden dann in dieser Wache auf ihre Einsätze warten. Dafür muss sie aber erstmal fertig werden. Ja gut, Sie sehen es ja, wir befinden uns noch in der Rohbauphase. Es wird hier mit Hochdruck gearbeitet, den Standort so zügig wie es geht in Betrieb zu nehmen. Und wir hoffen, dass wir im April hier dann definitiv einziehen können und von hier aus den Dienst beginnen können. So sah die Baustelle noch Anfang Dezember 2018 aus. Es hat sich also viel getan in den vergangenen 2 Monaten. In dieser Halle wird später das Rettungsfahrzeug stehen. Im Obergeschoss befinden sich unter anderem Umkleiden, Duschen, eine Küche, ein Wohnzimmer und ein Büro. Auch 2 kleine Schlafräume wird es geben. Es läuft sogar sehr nach Plan. Wenn man davon ausgeht, dass wir eigentlich Ende November mit den Bauarbeiten begonnen haben, dann können wir eigentlich zufrieden sein, wie hier der Stand eben ist. Und Betriebsbeginn war ja der 1. Februar diesen Jahres. Wir haben übergangsweise mit dem Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung vereinbart, dass wir in der Übergangsphase den Betrieb von der Rettungswache Kempten aus starten und dann umziehen, sobald die Rettungswache bezugsfertig wird. Für 10 Jahre haben das Rote Kreuz und die Johanniter den Zuschlag für diese Rettungswache. Danach wird der Standort erneut öffentlich ausgeschrieben. Und wir bleiben in Durach. Der Bürgermeister von Durach, Gerhard Hock, ist nämlich frustriert. Und zwar über die Spendenhöhe, die bisher für das Einsammeln von Christbäumen in Kempten zusammengekommen ist. Seit mittlerweile 28 Jahren macht er bei der Aktion mit
Und seit Jahren werden die Spenden immer weniger. In den 20 Sammelbüchsen waren dieses Jahr zusammengerechnet gerade einmal 78 Euro. Zusammen mit den Zahlungen per Überweisung wurden 5.000 Euro gespendet. Zum Vergleich, vor 18 Jahren kamen noch 16.000 Euro für soziale Zwecke zusammen. Letztes Jahr waren es 8.000 Euro. Hock vermutet, dass es daran liegen könnte, dass die Menschen immer weniger persönlich um Geld gebeten werden. Denn per Überweisung sei alles anonymer. Egal woran es liegt, es ist einfach schade. Insgesamt haben 71 Helfer aus der Umgebung für den guten Zweck einen ganzen Tag bei Wind und Wetter rund 7.000 Christbäume eingesammelt und gehäckselt. Gleich geht es für uns ins Zumsteinhaus. Im Mai soll es endlich aufmachen nach den Sanierungen. Ob es bei dem Termin bleibt, sehen Sie nach einer kurzen Pause. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum, Bahnhofstraße 42 in Kempten. Auch Ihre Kunden schauen zu. Erreichen Sie das ganze Allgäu mit Werbung auf Allgäu TV. Schon ab 199 Euro im Monat. Schreiben Sie uns einfach per E-Mail an werbung@rundfunkhaus-allgäu.de. Willst du Bayerns Königin werden und das Bierland Bayern im In- und Ausland würdig vertreten? Bewirb dich jetzt beim Bayerischen Brauerbund um das Amt der Bayerischen Bierkönigin 2019-2020. Bis zum 20. Februar unter www.bayerische-bierkönigin.de. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myClickCard.de. Ganz oben, Obertauern. Ihr zuverlässiger Partner in allen Waldfragen. Ulrich und Richard Fink. Waldbetreuung, Waldpflege, Holzvermarktung, Biomasse. Der Wald braucht Profis. Zufriedene Kunden und vitale Wälder sind unsere Leitlinie. Sprechen Sie mit uns. Wir von RSA stehen hinter euch. Es ist Zeit für neue Trikots. Es ist Zeit für den nächsten großen Ausflug. Es ist Zeit für das nächste Vereinsheim-Upgrade. Sagt uns, wofür euer Verein dringend Geld braucht und holt euch die RSA-Vereinskasse. Jetzt bewerben auf rsa-radio.de. Teppiche bringen Gemütlichkeit in Ihr Zuhause. Sie suchen den passenden Teppich? Bei uns finden Sie Teppiche nach Ihren Wünschen. Kiepler-Teppiche, natürlich, regional und handgefertigt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Im Jahr 1802 wurde es für die Kaufmannsfamilie Zumstein de la Pierre gebaut. Das Kempner Zumsteinhaus hat also schon mehr als 200 Jahre auf dem Buckel. Seit einiger Zeit wird es nun saniert und umgebaut. Ein Heimatmuseum soll darin entstehen, doch eigentlich war dessen Eröffnung schon fürs letzte Jahr geplant. Warum das nicht zustande kam und wie es jetzt im Zumsteinhaus aussieht, haben meine Kollegen für Sie herausgefunden. Eigentlich sollte das Heimatmuseum in Kempten schon längst eröffnet sein. Von Ausstellungsstücken ist hier aber weit und breit noch nichts zu sehen. Im Herbst 2017 fiel der Startschuss zu den Renovierungsarbeiten im Kempner Zumsteinhaus. Ja, was hat die Eröffnung nach hinten verschoben? Das war leider die Situation, dass einfach auch im Bestand mehr Aufgaben zu erledigen waren, als wir das ursprünglich erhofft hatten. Weiter erschwerend war einfach die Situation, dass wir die Putzarbeiten, die ja dringend notwendig waren, hier durchzuführen, nicht rechtzeitig vergeben konnten. Und das hat dann einfach die Ausführung deutlich nach hinten verschoben. Nun befinden sich die Bauarbeiten auf der Zielgeraden. Was jetzt noch fehlt, sind im Vergleich eher Kleinigkeiten. In den mittleren Stockwerken fehlen die Parkettböden, Türen müssen gesetzt werden und die Maler noch einiges werkeln. Das Dachgeschoss, in welchem später die Museumspädagogik untergebracht werden soll, ist bereits weitgehend fertiggestellt. Hier wird unter anderem ein Veranstaltungssaal entstehen.
In den unteren Stockwerken ist mehr zu tun. Dafür bleiben den Arbeitern noch rund 4 Monate. Denn dann können die Kemptner ihr neues Zumsteinhaus endlich besichtigen. Es ist von Seiten Kulturamt geplant, dass dieses Haus am 19. Mai, das ist Tag des Internationalen Museums, dass man das der Bevölkerung dann zugänglich macht, in der Situation, wie es jetzt einfach baulich geschaffen wurde. Dann wird das Gebäude aber wieder außer Betrieb genommen, sagen wir mal so. Und dann wollen die Kulturschaffenden hier das Ausstellungskonzept integrieren. Und dass man dann im Herbst 2019 davon ausgehen kann, dass das Museum hier eröffnet wird. Während des gesamten Umbaus hat man versucht, mit dem Haus sehr respektvoll umzugehen. Bedeutet, das Zumsteinhaus erstrahlt nach der Renovierung nicht im komplett neuen Schein. Hier und da wurden alte Elemente wieder freigelegt oder durch Modernes ersetzt. So zum Beispiel die Treppe ins Dachgeschoss. Bei Sanierungsarbeiten in den 60er Jahren wurde die ausgebaut, ohne eine neue einzusetzen. An dieser Stelle wird nun ein neues Treppenelement entstehen, um so den Stil vom alten Haus mit der modernen Bauweise zu verbinden. Diesen Ball haben auch die Kulturschaffenden aufgenommen und wollen dieses Zumsteinhaus als Exponat Nummer 1 zeigen. Es wird zukünftig hier auch einen Zumsteinpfad geben, der auf diese besonderen Bauteile nochmal hinweisen wird. Und in diesem Zusammenhang finde ich es sehr richtig, dass dann die Entscheidung getroffen wurde, dieses Zumsteinhaus in seiner allerersten Fassung wieder gelb, beige, orange zu machen. Wir haben das Gebäude außen befundet, einen Restaurator beauftragt, das mal zu erkunden. Wie hat das Zumsteinhaus ursprünglich ausgeschaut? Und wir haben tatsächlich festgestellt, in seiner allerersten Fassung zur Zeit der Zumstein war dieses Haus gelb-beige-ockerfarben. Die Fassade bleibt aber vorerst ein Problemkind. Außenarbeiten sind bei den momentanen Temperaturen und vor allem bei nassem Wetter sehr schwierig. Die Projektleitung ist dennoch zuversichtlich, dass die Eröffnung dieses Mal planmäßig umgesetzt werden kann. Damit zu einem Thema, was die meisten Frauen wahrscheinlich schon längst auf dem Schirm haben. Viele Männer aber wahrscheinlich eher nicht. Donnerstag ist Valentinstag. Aber wussten Sie, dass der Valentinstag nur ein Tag einer ganzen Valentinswoche ist? Heute ist der 6. Tag dieser Woche, der Tag der Umarmungen. Unsere Redakteurin Antonella Kelava ist deshalb heute losgezogen und hat Umarmungen in der Kemptner Innenstadt verteilt. Haben Sie heute schon jemanden umarmt? Falls nicht, dann sollten Sie das unbedingt tun, denn heute ist der Tag der Umarmungen. Weil ich heute noch nicht umarmt wurde und noch niemanden umarmt habe, mache ich mich jetzt auf den Weg und suche ein paar umarmungswillige Menschen. Wissen Sie, welcher Tag heute ist? Na, kein Valentins. Nein, aber nah dran. Nah dran. Weiß ich jetzt wirklich nicht. Der mein Kopf ist voller anderer Sachen. Heute ist der Tag der Umarmungen. Okay. Wollen Sie eine Umarmung? Ja. Do you know what day we have today? No. What? It's a hug day. And what is a hug day? Can I hug you? Oh, sure. Anytime. Have a nice day. Thank you. Thank you for the hug. You're welcome. Wollen wir uns umarmen? Ja. Kommen Sie her. Ja. Wurdest du heute schon umarmt? Ja, tatsächlich schon. Dann hast du Glück gehabt, weil heute ist der Tag der Umarmungen. Darf ich dich trotzdem umarmen? Unbedingt. Sammy, los. Ja. Ja, schön. Ja. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und eine Umarmung gibt's dazu. Alles gut. Ja. Heute ist Tag der Umarmungen. Okay. Wollen wir uns umarmen? Okay, danke. Danke, danke. Und du auch. Ja, schön. Wow, mit so vielen Umarmungen hätte ich nicht gerechnet. Wer heute keine Umarmung bekommen hat, der sollte am Valentinstag in der Kemptner Innenstadt unterwegs sein, denn da verteilen wir von Allgäu TV Blumen für Sie. Julia, fühl dich ganz fest gedrückt und zurück ins Studio. Danke, Antonella. Außerdem helfen Umarmungen bei Stress und machen glücklich. Der Grund dafür ist das Liebes- und Kuschelhormon, das Oxytocin. Und Zeit zum Kuscheln haben Sie jetzt. Ich verabschiede mich nämlich für heute. Bis morgen. Machen Sie es gut.